Jo Leute, Maxstar hier und heute geht's endlich weiter in der Crew 2 natürlich mit den Hypercar-Rennen, Leute. Ja, ich würde sagen, wir werden natürlich gleich bei den nächsten Hypercar-Aktivitäten weitermachen. Ich würde sagen, wir starten mal hier bei Detroit. Hypercar, da oben hatten wir ja auch mal ein Street Race, aber jetzt ist es Hypercar. Ja, sieht wieder nach einer sehr, sehr langen Strecke aus, wenn wir schon so viel Geld bekommen. Uiuiui. Sieht euch mal diese Strecke an. Ja, heute würde ich sagen, werden wir mal Detroit Hypercar fahren. Uiuiui, das kann eine lange Strecke sein. Also ich weiß nicht, ob wir noch mehrere Aktivitäten heute in dieser Folge machen können, wenn diese Strecke so lang ist. Also genau Tios Ding. Er fährt seinen P1. Ja, ich weiß, er ist nicht der Typ für den Hybrid. Aber glaub mir, in dem Ding ist er eine Bestie. Eine Bestie mit geringem Benzinverbrauch, aber eine Bestie. Okay, alles klar. Wir müssen wieder gegen Tio antreten anscheinend. Alles klar, Leute. Ja, toll. Also, wir sind auf... Vergiss aber nicht, dass du auch bremsen hast. Hier ist er schon, Leute. Oh, er kommt mit dem McLaren. McLaren gegen Regera. Alter, mit dem Regera unschlagbar, Leute. Keine Chance, Mann. Vergiss es, Tio, einfach mit einem P1. Der P1 wird bald mir gehören, sobald ich ihn einmal schlage. Weil ich muss ja natürlich auch noch die Rivalen schlagen. Und es könnte sein, dass ich bei den Rivalen auch gegen Tio antreten muss. Und wenn ich, glaube ich, dann Tio geschlagen habe, dann bekomme ich dann den McLaren freigeschaltet über. Okay, das wird eine ziemlich lange Strecke, Leute. Also hier muss ich wirklich mich gut achten. Wir verdienen 67.000, das ist schon viel, ne? Und wenn man so viel verdient, ist ja auch logisch, dass die Strecke natürlich mega lang ist. Das werden wir hinkriegen, Leute. Also locker, Leute. Wir können es heute wirklich easy locker nehmen. Schaut euch mal an, was für ein Vorsprung. Tio mit seinem P1. Den kann man gerade in den Müll schmeißen. Ich bin viel schneller als er. Da ist eine kleine Schnecke hinter mir. Im Gegensatz zu meinem Regera. Alter, einfach bombastisch diese Karre. Und endlich geht's mal los, Leute. Weil ich habe natürlich das Ganze ausprobiert. Das braucht doch 10 Sekunden. Von 0 bis auf 300. Etwa. Es braucht schon 10 Sekunden, bis dieser Wagen von 0 bis auf 300 etwa ist, habe ich getestet. Also so viel ich weiß, könnte auch sein, dass ich mich verzählt habe, aber so viel ich getestet habe... Ah, Scheibe, Mann! Ja, also wenn man zu viel schwatzt, kann auch das passieren, aber ich schwatze natürlich immer, für das nehme ich ja auf. Und das ist ja auch gute Unterhaltung so und macht auch Spaß, wenn man natürlich mit seinen Zuschauern während den Videos natürlich... Also ich meine, ist ja natürlich cool, wenn man während dem Video redet. Ich meine, ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich geredet habe. Ich glaube, das war einfach, weil ich da vielleicht ein bisschen zu unkonzentriert war. Natürlich, so locker darf man es auch wieder nicht nehmen. Und unterschätzen ist das wieder. Und unterschätzen sollte man das Ganze ja nicht. Ja, viel zu sagen gibt es eigentlich nicht, aber... Es ist natürlich sicher wieder eine sehr lange Strecke, Leute, weil ich meine, für solche Wagen, die natürlich die auf so einer hohen Geschwindigkeit fahren, auf so einer Rennstrecke, da kann man auch ruhig die Strecke natürlich länger machen. Wahrscheinlich ist es deswegen, sind es deswegen auch immer solche langen Strecken. Aber auch cool so, ne? Oh, Achtung. Es ist wirklich eine lange Strecke, ey. Tio mit seinem P1. Der kann sich gleich vorbereiten aufs Verlieren. Weil, gut, wenn ich jetzt die Schwierigkeitsgrad wechseln würde, dann müsste ich vielleicht aufpassen, aber der Regera, Leute. Nee, Leute. Keine Chance, Mann. Der Agera ist eigentlich der schnellste von der Welt, steht, aber
Ein Kollege hat mir gesagt, der Regera sollte schneller sein und der ist wahrscheinlich auch schneller, wie es aussieht. Also werde ich da locker dieses Rennen natürlich gewinnen. Zum Driften ist eigentlich dieser Wagen eben auch mega gut, finde ich. Ich liebe einfach mit solchen Rennwagen zu fahren, ey, das macht einfach nur Spaß. Das macht einfach nur Spaß, ey. So, driften und Gas geben, komm. Sehr gut. Man sollte dann natürlich die Pferde stärken, respektive das Nitro, nutzen und seine Pferdestärke zeigen, wenn es nötig ist. Und in den Kurven kann es manchmal wirklich nötig sein. Ups. Okay, das war jetzt eine Ausnahme, Leute. Bin einfach schnell ein bisschen... Hab schnell ein bisschen gewendet und hab natürlich schnell den Pfosten berührt, den Kontrollpunkt. Alles wieder gut. Okay, also... Bei einem richtigen Rennen dürfte ich das jetzt nicht machen, aber bei einem richtigen Rennen wären die auch alle wahrscheinlich näher hinter mir. Vielleicht. Außer wenn ich mit so einem Regera so schnell fahre, dann kann ich da schon eine Menge Vorsprung gewinnen, auch in Real Life. Kommt aber auch darauf an, wie man fährt. Wenn man nicht allzu viele Fehler macht, dann ja. Ansonsten, wenn man auch zu langsam fährt und so weiter, dann ist es auch nicht garantiert, dass man dann gewinnt. Da kann man aber den schnellsten Wagen von der Welt nehmen und es nützt nichts, wenn man zu viele Fehler macht. Außer ja, manchmal sind mir ja auch schon bei den Street Race Fehler passiert und ich habe ja gut wieder aufgeholt, weil mein Wagen natürlich auf der höheren Leistungsstufe war, aber das ist nicht immer so, Leute. So, eigentlich möchte ich jetzt ein bisschen schneller fahren, damit wir auch möglichst schnell natürlich diese Strecke beendet haben. Ich probiere jetzt so möglichst wenig zu abbremsen. Das Nitro setze ich jetzt am besten auch nicht allzu oft ein, weil wenn ich geradeaus fahre, kann ich es schon einsetzen. Jetzt zum Beispiel da kann ich ein bisschen Nitro einsetzen. Aber das Problem ist eben, wenn ich an die Leitplanke dann wieder komme, verbraucht es dann wieder. Also sinkt dann die Geschwindigkeit wieder runter und dann dauert es wieder eine Weile, bis wir mal am Ziel sind, und umso schneller, dass ich fahre, umso schneller sind wir am Ziel. So, jetzt sind wir auf 400 km/h, ja, bleiben wir am besten mal so. So, bis jetzt kann ich das Nitro ein bisschen sparen, da kann ich ein bisschen, ich habe jetzt nicht abgebremst, ich habe einfach das Gaspedal, also respektive ich bin nicht auf dem Gas geblieben, das mache ich oft so. Damit ich nicht immer abbremsen muss, gehe ich oft ab dem Gas und dann lenke ich. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen bremsen. Aber dafür gibt es jetzt wieder volles Nitro. Da habe ich jetzt auch nicht abgebremst, da habe ich sogar gedriftet. Sehr gut. Jetzt werden die Fahrbahnen wieder enger. Kennen wir. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen abgebremst, aber... nicht so viel, und vor allem bin ich da in die Kurve richtig gut gedriftet, ey. Okay, da muss ich jetzt... ja, auch nicht schlecht gedriftet, aber... eben, da muss ich jetzt ein bisschen fester abbremsen. Weil da wäre es sonst zu heikel gewesen, wenn ich da gedriftet hätte. Die Rennen werden immer länger, Leute, also eben. Es wird immer länger, bis ein Rennen abgeschlossen ist, habe ich das Gefühl hier bei diesen Hypercar-Rennen. Wir können gleich mal schauen, wie lange das natürlich die nächste Strecke dann ist, wenn wir das hier abgeschlossen haben. Also man könnte wirklich sagen, ich glaube, das Rennen geht fast zum nächsten Start von Amerika, habe ich das Gefühl. Aber natürlich nicht im Gras, bitteschön. Oh, jetzt geht's wieder auf die Autobahn. Oder auf die Autostraße.
Nur so geht das gut. Jetzt können wir unsere Pferdestärken einsetzen. Jetzt! So. Jetzt sind wir richtig schnell unterwegs. Das kann ich nur sagen, Leute. Jetzt machen wir zack, zack, zack und das Rennen ist beendet. Oh, der nächste Kontrollpunkt ist dort hinten, ey. Okay, dort hinten könnte schon fast das Rennen vielleicht vorbei sein. Komm, fahr schneller. Alter, ich fühle das einfach, Leute. Ich fühle das einfach, mit dieser Karre zu fahren. Kann ich einfach nicht anders sagen, Leute. Besser geht's einfach nicht. Vor allem eben, wir sind jetzt auf einem viel höheren Niveau mit dem Hypercar als mit einem Street Race Wagen. So schnell mit einem Street Race Wagen, das wäre, glaube ich, von den anderen wirklich, das wäre, glaube ich, von jedem mal der Traum gewesen. Einfach so, oh, Scheibe. Jetzt habe ich da, na, Scheibe, Mann. Jetzt habe ich da den Weg verkackt. Also eben, wenn man solche Sachen, wenn solche Sachen passieren, das kann einem die Zeit kosten. Und na, das natürlich ebenfalls. Aber ja, kann man halt fast nicht verhindern, Leute, ist jetzt halt so. Dafür gibt es wieder eine sicher eine Riesenbelohnung. So, also ich denke, wenn das so lange dauert, dann würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Auch wenn es nur ein Hypercar-Rennen ist, dafür war es ein sehr langes. Jetzt geht's in die Stadt, Leute. Boom, ich komme mit dem Regera. Sehr gut gedriftet und wieder geradeaus. Aber nicht so. Scheibe, Mann, schon wieder ein Fehler passiert. Schon wieder ein Fehler passiert. Naja, wenn man auf so einer hohen Geschwindigkeit ist, dann sehe ich nicht mehr. Also ich sehe schon genug, aber dann flitze ich nur noch überall durch, dass man dann gar nicht mehr alles erkennt. Jetzt komm, Gas! Ah, Leute, zum Glück geht es jetzt wieder geradeaus, ey. Richtig gechillt. Nicht mehr so enge Kurven. Oh, doch. Oh, nein. Wow, Alter. Ich hätte jetzt voll gedacht, ich wäre an die Wand geknallt. Alter, das ist ja wirklich gut von diesem Wagen, ey. Der kann wirklich gut in die Kurve gehen, ey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Jetzt geht's hier durch. Alter, ich frage mich nur, ey, das geht ja über Staaten oder von einem Staat bis zum nächsten Staat, habe ich das Gefühl, ey. Alter, das ist für mich wirklich nur noch, das ist für mich nicht mehr ein Rennen, das ist irgendwie so ein, wie soll ich sagen, also, es ist schon ein Rennen, aber für mich ist das kein normales Rennen mehr auf jeden Fall, wo es so lange geht, so eine lange Strecke bis zum nächsten Staat, bis es irgendwo im Nirgendwo mal ein Ende hat. Ach du heilige Scheiße, ey. Aber das kennen wir da vom Harley. Aber so lange war das auch nicht wie beim Harley, ey. Das ist jetzt länger als beim Harley.
Aber eben, diese Wagen können natürlich auch schneller fahren als irgendwie ein Harley, wo wir dort gefahren sind, oder halt ein Street Race Car. Jetzt noch so durch die Stadt flitzen, ja, das macht doch Spaß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, endlich ist das Ziel mal hier, ey. Endlich ist das Ziel mal hier. Das ging jetzt aber lange, ey. Verdammt nochmals lange, ey. Alter Schwede. Aber daran bin ich mich langsam gewöhnt, mit so einem Wagen so lange Strecken zu fahren, ne? So, endlich haben wir es geschafft. War es natürlich eine richtig, richtig lange Strecke, Leute. Ja. So, dann tunen wir gleich mal. Wir sind jetzt auf Kult 68. Dann sammle ich mal natürlich wieder die vielen Liveboxen ein. Dann tunen wir den ganzen Wagen natürlich noch. Alter, das gab wieder richtig viele Teile. Ja, dann geht's ab zum Tunen. So, hier natürlich das höhere Teil. Ne, das tiefer. Tiefer nehmen wir nicht. So, und dann natürlich die Reifen. So, wir sind jetzt auf der Leistungsstufe 295, Leute. So, Leute, weiter geht's natürlich. Ich finde, wir können natürlich noch ein Hypercar-Rennen natürlich machen. Ich würde sagen, wir legen gleich mit dem nächsten Hypercar-Rennen los. War jetzt ein ziemlich ein langes, natürlich wieder ein Hypercar-Rennen, aber eben, da bin ich mich langsam daran gewöhnt. Ja, ich würde sagen, das nächste Hypercar-Rennen machen wir mal hier oben. Östliche Main-Hochland. Okay. Dann bin ich mal richtig gespannt, wie lange das denn das dauert. Vielleicht ist das ja nicht mehr so eine lange. Also wenn wir nicht viel, also wenn wir da nicht, ist nicht so, 15.750, okay. Also wenn wir nur so viel bekommen, dann ist es auf jeden Fall nicht so eine lange. Ich meine, die andere war natürlich 67.000, dann war das natürlich klar, dass es eine sehr lange Strecke wird. Wagen, oder? Oh, schon wieder diese Dame, ne? Schon wieder diese Dame, ne? Alles klar. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht mit dem Regera. Das kann ich euch nur sagen, ey. Richtig cool auf jeden Fall. Wow, Mann. So, ja, jetzt geht's langsam hier durch den Wald, ne? Aber trotzdem ein sehr, sehr cooles Rennen. Oh, schön übrigens wieder gedriftet. Vielleicht kriege ich es ja einen Moment hin oder länger. Oder die ganze Strecke, wer weiß, ohne Unfall zu fahren oder irgendwo. Oder ohne, dass ich irgendwo einen Schaden mache zu fahren. Vielleicht schaffe ich das ja, wer weiß. So, driften. Oh, wir mussten nicht einmal driften. Umso besser natürlich. Und umso schneller sind wir dann natürlich. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Also Leute, ich sage euch nur eins, ich bin unaufhaltsam mit diesem Wagen. Zuerst habe ich gezweifelt und habe gedacht, ich sollte lieber sparen und den Bugatti mir kaufen, aber ich bin sogar jetzt wirklich gut dran mit diesem Wagen. Ich meine, wieso muss ich immer den Bugatti und der Ford immer nehmen? Ich meine, ein oder zwei
Klassentiefer kann man jetzt nicht sagen. Ich meine immer ein oder zwei Wangen, wo vielleicht weniger teuer sind, zu nehmen, lohnt sich auch. Das seht ihr jetzt. Der ist nur 1.700.000 oder 700 irgendetwas hat er gekostet. Und der Bugatti wäre 2 Millionen gewesen, irgendetwas so. Und ich meine, ich wollte eben auf 2 Millionen sparen und habe dann natürlich selber noch die Street Race, die wir abgeschlossen haben, natürlich noch ein bisschen gezockt. Und dadurch, durch Missionen, durch die nochmaligen Rennen, wo wir gemacht haben, habe ich dann natürlich dieses Money bekommen und dadurch habe ich mir natürlich dann der Regera gekauft, damit wir überhaupt dann weiterkommen in der Crew. Aber zuerst habe ich mir überlegt, ob ich auf 2 Millionen sparen sollte, damit wir den Bugatti kaufen können. Aber ich finde, der Regera reicht mir. Ich meine, wieso immer gerade das Teuerste, was am höchsten ist? Wieso nicht ein oder zwei Preise vielleicht tiefer und trotzdem ein gutes Modell? Und vor allem ein schnelles Modell, wie jetzt dieser Regera. Ich bin einfach stolz, dass ich den gekauft habe, ey. Richtig nice. Ich bin unschlagbar mit diesem Wagen, ey. Einfach zu krass. Gut, das Rennen haben wir natürlich wieder gewonnen. Also ihr seht, das läuft alles wie der Hase, Leute. Keine Chance. So, die Leistungsstufe ist bald auf 300 und wir können maximal auf 320 dieser Wagen dann tunen mit diesen verschiedenen Teilen. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir doch natürlich noch ein Hypercar-Rennen. Das nächste Hypercar-Rennen, das war jetzt nicht so ein langes, ne? Ging noch, also nicht gerade sehr kurz, aber auch nicht gerade sehr lang, das ging eigentlich noch. Gut, dann haben wir hier noch eins. Ui, das ist aber lange. Vielleicht machen wir das besser in der nächsten Folge. Auf jeden Fall möchte ich nicht so ein langes machen. Okay, das geht, ne? Ist nicht so lang. Machen wir das hier bei Big Land, würde ich sagen. Dann würde ich doch mal sagen, legen wir hier mal los. Alter, das sind von New York bis irgendwo im Nirgendwo. Ey, das wäre zu lang gewesen. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Das ist noch länger als das vorherige. Am Anfang noch länger als bei Detroit. Also von daher würde ich sagen, machen wir das lieber nicht. Also ich kann euch einfach nur eins sagen, noch unaufhaltsamer geht's einfach nicht, ey. Magstar ist einfach in der Crew unaufhaltsam. Ihr seht, ich bin mega gut dran, ey. Und vor allem Hypercar liebe ich. Finde ich jetzt sogar geiler als Street Race. Obwohl das eigentlich alles etwa in die gleiche Kategorie gehört. Hypercar, Driftcar und so weiter. Trotzdem finde ich das am geilsten. Ja, komm, Gas geben. Sehr gut. Alter, was für eine Maschine, sage ich. Einfach immer nur, Leute. Ihr seht... Ich kann jetzt das Ganze alles gechillt nehmen, aber eben nicht unterschätzen. So, also die Strecke ist jetzt eigentlich gerade, von daher ohne Probleme im Moment. Vielleicht kommen dann wieder enge Kurven, sehen wir jetzt dann. Jede Strecke ist natürlich anders. Ich bin mal richtig darauf gespannt. Vielleicht ist der Bugatti schneller von 0 bis irgendwie auf 200 oder irgendetwas so, aber muss nicht sein. Vielleicht ist dieser auch schneller von 0 auf 200. Habe ich zwar noch nie getestet, ich habe nur das Gefühl gehabt, wo ich die Probefahrt mit dem Bugatti gemacht habe, dass der vielleicht schneller ist beim Anfahren, aber
Das muss nichts bedeuten, Leute. Selbst wenn er schneller ist beim Anfahren, heißt es nichts. Denn beim Anfahren ist er vielleicht nicht gerade wie unbedingt immer eine Rakete. Im Gegensatz vielleicht zu anderen Wagen, wo wie eine Rakete stand. Ich meine, der Bugatti stand wie eine Rakete. Es kann sein, habe ich zwar eben noch nie getestet, da müsste man wirklich ein Duell machen. Agera gegen Bugatti. Und erst dann könnte man sagen. Auch wenn der vielleicht nicht so schnell beim Anfahren ist wie der Bugatti, heißt das ja sowieso nichts. Der kann trotzdem natürlich schneller sein im Endeffekt, weil ich meine, wenn er dann angefahren ist, dann läuft er dann auch wie eine Rakete. Dann geht er richtig ab auf jeden Fall. Richtig cooles Modell einfach. Ich habe mich schon richtig in diesen Wagen verliebt irgendwie. So, jetzt wird die Kurve wieder enger, aber jetzt gibt es wieder engere Kurven, aber hier ist schon das Ziel, Leute. Geschafft. Wir sind jetzt auf Kult 69. Das läuft alles wieder aus in dieser Folge. Oh, er wollte etwas sagen, warte mal. Ich tune jetzt schnell das auf und das. Ziemlich erfolgreich. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Siege sind keine Selbstläufer. Wirst du übermütig, wirst du nachlässig. Ja, Leute, das war es natürlich auch wieder für diese Folge. War natürlich wieder sehr, sehr cool. Wieder durch eine sehr lange Strecke natürlich. Aber in der nächsten Folge geht es dann natürlich durch noch längere Strecken. Oder besser gesagt, durch eine noch längere Strecke. Ja, aber das werdet ihr dann sehen in der nächsten Folge. Mir hat es ansonsten mega gut gefallen und ich hoffe euch natürlich auch. Und ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend, Leute. Und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.